Herr Balaban und seine kleine Tochter Selga kamen auf dem Bahnhof einer fremden Stadt an. Entschuldigen Sie bitte, sprach Herr Balaban einen Mann an, was halten Sie von der Ausländerfrage? Oh, sagte der Mann, ich bin unseren ausländischen Mitbürgern sehr dankbar, dass sie uns die schweren Arbeiten abnehmen, die niemand sonst machen will. Vielen Dank, sagte Herr Balaban und wandte sich an einen anderen. Verzeihen Sie, was halten Sie von der Ausländerfrage? Der Mann sagte, wissen Sie, ich finde, dass unsere ausländischen Mitbürger frische Farben in das Bild unserer Stadt bringen und unsere Kultur mit neuen Impulsen bereichern. Dankeschön, sagte Herr Balaban und wandte sich an einen dritten Mann. Was bitte halten Sie von der Ausländerfrage? Also wenn Sie mich fragen, mir wäre es lieber, wenn die alle zu Hause bleiben und uns in Ruhe lassen würden. Die kommen daher, nehmen uns die Arbeitsplätze weg, leben nur von Sozialhilfe, stehlen unsere Autos, verführen unsere Frauen, vergiften unsere Kinder mit Drogen. Die sollen bleiben, wo sie sind. Oh, strahlte Herr Balaban, endlich ein ehrlicher Mensch. Würden Sie bitte einen Moment auf unsere Koffer aufpassen? Ich muss die Kleine da aufs Klo bringen.